So, da geht's auch schon weiter. Und bevor wir jetzt zu diesem Empty Lot hingehen werden für die nächste Hauptstory, will ich nochmal hier die letzte, ja, also ich will hier noch, also ich will dieses Geld von von diesem Radiosender haben. I just need a story that make it on air. Yeah. Dann machen wir das. What should I write now? It needs be a topic. Ja, ich weiß. So, also wir haben 4 Stück noch zur Auswahl. Und eine davon müsste ja noch, ja, müsste ja eigentlich dann noch, so gesagt, ins Radio schaffen. Wir probieren ja mal die Yokomichi Silvers. Ja, fertig. Oi. Oh ja, komm, das kennen wir schon. Ja, bla 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 bla. Alles gut. So. Und weil es so schön war, weil wir ja doch ein bisschen geschafft haben, werden wir nochmal eben speichern. Machen wir mal ganz kurz hier in der Folge direkt. Sag schön. So. Die große Preisfrage ist jetzt nur, gehen wir jetzt gleich zum Empty Lot oder gehen wir nochmal hier in die andere Bar, wo der Nishiki gesessen hat, beziehungsweise wo wir ja in der, glaube, war es vorletzte Folge, wo wir da diese große Schlägerei mit den Spacken da hatten. Und wo der Oda ja richtig eins auf die Schnauze gekriegt hat. So, ist einmal horchen, ob wir denn es das letzte Mal in der Radioshow geschafft haben. Deutsche Podcast! Moin Leute, Rizzo Pascal from Judgment Cassie. Komachi-kun. Scheiße. Okay. Okay, wir haben kein Glück gehabt. Gut, dann machen wir einmal weiter. Ne? Hätte ja sein können. Wir hätten ja Glück haben können. Kirschenwichel. So. Ich will aber, wie gesagt, trotz dessen noch mal gucken, was jetzt hier oben noch ist. しかたねえだろ。ああでもしねえと、うちの社長がやられちまう。だからってな。社長を守るため。ね、落ち着いて。わかってる。あなたたちが争っても仕方ないでしょ。キリュウ。お前、本当にこれから一人で大丈夫かよ。何かあったら Sugnio. Ja, mach dir mal keine Sorgen, alles gut. Ja. Kiryu-san, kuwashii jijou wa wakaranai kedo, tonikaku mucha dake wa shicha dame yo. Alles klar, gut. Die wollten nur mal ganz kurz mit mir sprechen. Ist ja gut. Ich rede ja gerne. Ich hab da ja kein Problem mit, ne? So. Ja, du mich auch. Also, das ist soweit alles aufgeladen. Wunderbar. Wir hatten doch hier mal mit so einem kleinen Jungen so eine, Nebenquest, ne? War der das nicht oder bin ich jetzt falsch? A shrine wrapped dream. A kid all by himself. It's not safe here. Ja, das, gut. Es war irgendwie eine Vorahnung, dass das eine Nebenstory ist. Innocent Latt. Hey. This is no place for kid all alone. It's not safe.
Come to your mom. I don't want to. I don't like my mom when she's mad. Was? Mom got... Mom, your mom got angry with you? Yep. I wanted to buy something from this super cool vending machine, but she flipped out. A super cool vending machine? Not like this one here. It's nothing like that. It's a lot bigger and it's lit up with these bright lights. It's really, really cool. Why did your mom get angry over that? I don't know. My mom is always really nice, but she got really, really mad this time. She looked scary. Hat sie vielleicht hier bei dem Musikvideo von Miracle Jones ein Miracle Whip mitgespielt? Ich weiß es nicht. My mom went out, so I took a train here. Came all the way here by yourself? That's pretty gutsy. You gotta hand it to you, kid. I did a lot of course and saved up all my allowance. Good for you. It's tough for a kid your age to save money. Yup. I worked really hard for get this far. But... What's wrong? I want to buy something from the cool vending machine, but it's all back of an alley. It's dark and kind of scary. Dark alley is dangerous. Jawohl. Dangerous for a kid by himself. Got it. And you're right. You're smart not to go into a dark alley alone. That's why I can't decide what to do. Well, I guess I was holding the kid back, but does he want a soda that badly? Maybe I just go get it for him myself. Offer to buy it. Nope. You win, I go buy from this cool vending machine of yours. You be good and wait here, deal? You do that for me? Yeah! Don't expect anyone to be so happy over this. So, where's this special vending machine? It's over this way, follow me! Oi. Es sieht so knuffig aus, wenn die kleinen Kinder hier in dem Spiel weglaufen. Ich finde das knuffig. Well, rein it in, big guy. It's in here. Okay. That is... Nani? Oh no. Books and the... Was? Oi. You cool... Hey, you cool vending machine. Is it really that one there? Yup. It's something wrong, mister? So you, can I take the question, how old are you? Alter, ich glaub das nicht. The kid was looking at a vending machine, shilling adult merchandise. No wonder his mom flipped her lid. Ja, das ist normal. Also ich glaube, wenn ich jetzt ein eigenes Kind hätte, und das würde sich... Nee, Alter. Alter, also, Junge, das geht nicht. See, isn't it big and cool? There's no way I can give that junk to a kid. I hate to disappoint him, but I have to turn him down. Sorry, kid, I can't keep my promise. That vending machine is way out of your league. Go home to your mother. Huh? Wait, why? But tell me why. You don't need to know just yet. Kiryu sagt ihm einfach, das Kind ist zu klein dafür. Das wird er merken, wenn er ein bestimmtes Alter erreicht hat. Aber jetzt doch noch nicht. But I already know something about the vending machine.
There are secret magazines in it. Ja, mit diesen Secret Magazines, was willst du damit machen? Those magazines are covered in shrink wrap. They must be super important to be protected. Like that, my friend's big brother said so. Dein großer Bruder! Also, der Freund von deinem großen Bruder. You will understand one day. Ja gut, wenn du ihm das jetzt erklärst, der wird es jetzt auch noch nicht verstehen, ne? Also das kann man, also Kiryu, das kannst du dir sparen. I want to understand now, they said it would be really educational. It's not something that you need to learn now. Look, I'm an old dude. ein Alti, jawohl! I'm an adult. But even I don't know very much, it's deep. Junge, wenn du in eine bestimmte Schulklasse kommst, da kommt dann das, da kommt ein ganz bestimmtes Thema, was ich jetzt hier nicht ansprechen will. Und du wirst dann merken, um was es geht. It's not fair. You said you got my it for me. Grow up, always lie. I will grow up to be a liar too. I don't wanna. When I was a kid, I used to think adults were unfair too. Fand ich komischerweise in meiner Kindheit auch. Also das, dieser Spruch. When I was a kid, I used to think adults were unfair too. Ey, das, wie gesagt, das würde ich jetzt genau mit meiner Kindheit verbinden, wo meine Mutter immer gesagt hat, so, hier, Kiddies, ab ins Bett, ist jetzt spät genug. Oh ja, nee, ich möchte aber gerne noch hier 5 Minuten Fernsehen gucken. Ja nee, du musst ja morgen wieder früh aufstehen. Oh, das ist ja total doof und das geht nicht. Und, ja, 10 Minuten später lag ich dann im Bett und bin sofort eingeschlafen. Aber egal, das gehört hier nicht her. Das sei mal dahingestellt. Alright, a man doesn't go back on his word. I will keep my promise and go buy your magazine. Kill you wirklich? You will? Of course, but you have to keep it a secret from your mom. No matter what. You're getting my magazine. Yay. Keep it on, you wanna be treated like a man, you gotta be patient and quiet. Thank you so much for helping me. You shouldn't expect... Oh, God. What a dilemma, I made a kid a promise, but I can't really give that stuff to a child. What do I do? This kid is a picture of bright-eyed innocence. I can't give him the magazine, but I can fulfill my promise to buy it. Okay, I got this. It's too dangerous for you, so stay back. Let's do this. Hmm? Someone's coming? What is new? I'm exhausted. Mm. Only a few minutes to myself. Office workers on their break. Um die Zeit? Nein. Hm? Wait. What?
do you suppose that man is doing there? Alter, das sieht so komisch aus, besonders wenn das Kind daneben steht. Oh, you know what's in the end of that alley? Oh, right, he must be lonely at night. Was? I'm sure I'm better back off for now. But how could he bring a child with him? People are so shameless these days. He's coming this way. Aren't you going to buy it? Yeah, but see, that's not it. Ich weiß auch nicht. If those nosy women see me buying it, there's no telling what they will say about it. I might have to wait them out. Oh Gott. Hm? Hey Schätzelein, na? Nani? What's Marina doing here? Why here, why not? Oh nee, ich glaub's nicht. It's nothing. What brings you out here? Oh, just wandering around. Ich war eigentlich auf dem Weg zur Mission, aber da ist mir der Kleine hier über die Füße gefallen. I take my break at this park every now and then. I usually read or just relax on that bench. Okay. Sorry, we are in a hurry here. Hi. Oh, of course. See you then. I have to back off. And hope for a chance. Wait. Does he have a son? Kiryu must reach the vending machine at the back of the alley without attracting attention. If he is spotted, Kiryu will become fluestrate and retreat to the starting point. You can choose to abandon the vending machine quest by speaking to the boy. Begin your dubious quest. Mister, what's wrong? Nothing. Wart mal eben hier. Ja. Better back off. Komm. Also die Olle, die dreht sich immer dahin, wenn wir an der Ecke stehen, dann dreht sie sich wieder zurück. Unsere Sekretärin, die läuft hier über diesen komischen Platz. Bitte! Ganz ehrlich, ich hasse solche Missionen.
Komm, dreh dich um, Schlampe! Sag mal. Nee, komm, ich hab die Schnauze voll, das kannst du nicht schaffen. Komm, weg, verpiss dich. Raus. Das ist nichts für dich. Los, dreh dich um, du Penner! Hallo. Ich gebe auf. Das hat so keinen Zweck. Wie lange willst du da dran sitzen? Dem ganzen Ding hier einfach eine Schnauze geben. Das Beste, was du machen kannst. What, you got any money? Ach, das war doch hier auch schon gerne. Boom, baby. So. Eine Silberplatte. Alles klar. Warum tut alles weh? Ist kein Wunder. So. Nee, warte mal. Ich wollte hier auf die Karte gucken. Das wäre mir sehr lieb. Okay. Gut. Wir gehen jetzt... Warte mal, wir sind jetzt hier vorne, das heißt, wir gehen jetzt hier links die Straße hoch, dann wieder nach rechts und hinter der Ecke wieder nach links. Also links, rechts, links. Und dann machen wir das mal. Million Vending Machine. Irgendwas ist hier. Ach komm. Delinquenz. So. Huch. Du sollst ja den Spacken schnappen, ne? Hallo! Wieso packt er sich den nicht? Hast du eine Macke oder was? Ich drücke nicht umsonst die Q-Taste! Dummes Arschgesicht, du! Himmel, Arsch und Zwirn! Boah! The Dream Machine, insert 1 million to make your dreams come true, maybe. 1 million. Wir haben 29 auf Tasche. Ich probiere es mal. Oh nee. Nee. Nicht schon wieder. Jetzt reicht's.
Also irgendwann habe ich auch mal die Schnauze voll, ja. Hallo Weiße. Irgendwann kann man mich hier auch mal ein bisschen auf die Palme bringen. So, was war das jetzt, was wir da gekriegt haben? Schön, ich habe es nicht gesehen, was das war. Schön. Toll. Oh, Leute. Es ist herrlich. So. Ja, auch schon wieder so ein paar Spacken. Bestimmt die Yakuzas. Und mit denen, da habe ich jetzt echt keinen Bock, mich mit denen anzulegen. So. Tachibana.